herzlich willkommen in unserem neuen MS-Studio Tirol, das neue Format für Interessierte. Im Internet gibt es nur noch ein Thema, Corona. Du würdest dich mit einem Impfstoff impfen lassen? Dein Verhalten beim Einkaufen hat sich geändert? Der Stillstand der Wirtschaft und des Tourismus betrifft dich auch? Diese und andere Fragen beantworten wir in unserem MS-Studio Tirol. Ja, hallo und herzlich willkommen zum MS-Studio Nummer 2. Tja, so schnell vergeht eine Woche, aber es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben wieder Themen abgefragt und um eure Meinungen gebeten und ihr habt uns eure Antworten auf Video, über WhatsApp und so weiter zukommen lassen. Danke dafür. Die Themen heute drehen sich um Ängste zu Corona, Wirtschaftsflaute, Ansteckungsgefahr, lang stark vom Tourismus abhängig und Impfung. Und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich zum ersten Themenblock. Ja, es gibt nur noch ein Thema derzeit in Medien, in Print und TV: Corona. Wie handhabst du diese Flut an Informationen? Glaubst du an alles? Eure Antworten. Überlebe diese Corona-Krise eigentlich mit sehr gemischten Gefühlen. Ich beschäftige mich nur ca. 15 Minuten mit Corona, der Rest ist Corona-frei. Halte mich an die Aussagen der Regierung, höre mir auch andere Theorien an, versuche einfach in mir ruhig zu bleiben. Ich muss sagen, ich ärgere mich natürlich auch, wenn ich den Fernseher einschalte, wenn nichts anderes mehr kommt, als wie dieses Coronavirus oder Covid-19 oder wie man es auch nennt. Aber es ist halt nur zurzeit das Thema Nummer 1. Und wir müssen uns halt mit diesem Nummer 1 beschäftigen. Es gibt halt nichts anderes zurzeit. Ich interessiere mich für lokale Nachrichten und was in den Nachbarländern vorfällt. Es gibt massenhaft Infos über Corona. Und es wundert mich, dass es keine anderen Themen mehr gibt. Die Welt dreht sich ja weiter. Und ich prüfe Infos, bevor ich sie glaube. Ja, Covid-19 ist ein Thema, dem wir uns leider nicht entziehen können. Und uns alle in irgendeiner Form berührt. Ich persönlich bin kein Printmediennutzer, jedoch via Radio, Fernsehen und Internet permanent und bestens informiert. Für mich ist es wichtig, immer auf dem aktuellsten Stand der Lage in unserem Bundesland zu sein. Das heißt für mich zu wissen, wie viele noch krank sind, wie viele genesen sind, wie viele Neuinfektionen wieder vorstellig sind. Gerne schaue ich via Facebook die neuen Sendungen unserer Bundesregierung an. Als nicht medizinisch geschulte Person glaube ich schon den Äußerungen der Ärzte. Sie arbeiten ja an vorderster Front und sind in meinen Augen die Helden unserer Nation. Ihnen gebührt meine Anerkennung und Applaus in diesen schwierigen Stunden. Ich höre bzw. sehe immer schon täglich die Nachrichten und gehe auch jetzt kritisch damit um. In meiner Situation habe ich das Glück, dass mir vor 15 Jahren die behandelnden Ärzte verboten haben, Zeitung zu lesen und Nachrichten anzuschauen. Seit ich mich daran halte, geht es mir wesentlich besser und das hat mir in dieser Situation sicher sehr geholfen. Einziger Nachteil war, dass ich die verschiedenen Sperren eigentlich immer nur im Nachhinein erfahren habe. Am Anfang der Epidemie vom Coronavirus habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt, auch im Fernsehen oder im Internet, habe die Nachrichten verfolgt und alles, weil es mich echt sehr beschäftigt hat. Aber nach einer Woche, ungefähr 10 Tagen, habe ich damit aufgehört, weil ich gefunden habe, das zieht mich mehr hinunter, als es mir hilft. Mittlerweile tue ich sehr sortieren, was ich anhoch und was nicht. Ich finde, es ist eine gefährliche Sache, das Coronavirus. Aber wenn man ein bisschen Hausverstand einschaltet und so, dann kann man damit gut umgehen, wenn man Abstand haltet und alles in die ganzen Medien, was ich gehört habe, glaube ich nicht alles. Eben wie gesagt, den Hausverstand einschalten, dann kommt man gut über die Runden. Tja,
Der gesunde Hausverstand ist die Krone des Denkens. Das hat was. Informieren ist gut und wichtig. Aber man soll sich von dieser Informationsflut, die über uns hereinprasselt, auch nicht erschlagen lassen. Gerade da gilt, weniger ist oft mehr. Nun zum zweiten Themenblock. Wie lenkst du dich ab? Wie gehst du mit all diesen Informationen um? Und vorausgesetzt, es gibt einen Impfstoff. Lässt du dich impfen? Eure Antworten dazu. Ich kann heute noch nicht sagen, ob ich mich für oder gegen eine Impfung entscheiden werde. Also eben nur 15 Minuten am Tag damit beschäftigen, ansonsten Bewegung, Musik. Über den Impfstoff möchte ich noch mehr wissen. Ich habe das große Glück, einen großen Garten zu haben und somit eigentlich immer eine Beschäftigung zu haben, ob jetzt in Isolierung oder nicht. Mit den Informationen, wie gesagt, gehe ich um, indem ich gar nichts weiß. Sobald ein Impfstoff da sein wird, werde ich, vorausgesetzt, es gibt keine Gegenindikationen, die Impfung natürlich machen. Ja, Tirol ist wirklich vom Tourismus abhängig. Und es war sicher nicht schlecht, wenn ein Impfstoff auf den Markt käme. Aber wenn ein Impfstoff nachher da ist, dann stellt sich erst wieder die Frage, wird sich jeder impfen lassen? Weil es gibt so viele Impfgegner und deswegen glaube ich gar nicht, dass sich alle impfen lassen. Ich setze den Fokus auf die wichtigen Sachen, beziehungsweise auf Sachen, die Spaß machen. Ich lese viele Bücher und dadurch lenke ich mich automatisch wieder ab von dem ganzen Geschehen. Versuch, das Wichtigste für mich herauszunehmen und kontrolliere auch in Wahrheitsgehalt von Informationen. Also ich schaue mehrere Seiten an. Wenn es einen Impfstoff geben wird, schauen wir das auch an, was für Nebenwirkungen sein. Und dann bin ich eigentlich guter Dinge, wenn die Nebenwirkungen nicht allzu streng sind, dass ich mich impfen lasse. Wenn es dann einen Impfstoff geben würde, würde ich mich impfen lassen, außer die Nebenwirkungen und die Risiken für die MS sind größer, dann so genau. Wenn es gegen Corona einen Impfstoff gäbe, würde ich mich impfen lassen. Weil die Kinderlähmung und die Bocken haben es auch durch Impfungen so gut wie ausgerottet. Vielleicht hilft es gegen Corona. Ablenkung nein. Ich mache weiter, was zu tun ist. Und ja, zur Impfung. Ich brauche keine Ablenkung. Die Information, die ich via Internet, Radio und Fernsehen bekomme, befriedigen meine Neugier. Es macht mir Angst, dass dieses neue Virus unseren erarbeiteten Wohlstand zunichte macht und wir uns davon nicht erholen können. Ich mache mir viele Gedanken, wie es weitergehen kann. Natürlich wäre es toll, wenn bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stünde. Ungezwungen und frei, sich mit seinen vielen Freunden und Bekannten treffen zu können, das wäre mein großer Wunsch. Als Single möchte man ja wieder Bekanntschaften knüpfen. Das ist mit den auferlegten Sicherheitsmaßnahmen nur beschränkt möglich. Da war es wieder mein Motto fürs Leben. Spaß muss es machen. Macht Spaß, fühlt man sich wohl, dann geht es einem gut. Es ist schon klar, das funktioniert nicht immer. Aber man soll einfach daran arbeiten, dass es immer öfters so ist. Themenblock Nummer 3. Nach dem Lockdown wird unser Land wieder Stück für Stück hochgefahren. Wie verhältst du dich nach der Quarantäne? Das sind eure Antworten dazu. Jetzt nach der Quarantäne finde ich es viel besser, dass die Leute Abstand halten und sich mehr die Hände waschen. Nachdem ich als Kranker habe ich eigentlich wenig Einbußen, abgesehen vom Krankenhaus, das nicht richtig funktioniert und dass Medikamente zu kriegen sind und nicht. Aber ich habe zwei Pflegerinnen im Haus und ich habe diese eine Pflegerin, unsere Krankenpflegerin, habe ich aufgrund der Corona-Bestimmungen freistellen müssen.
und eine Altenpflegerin, der habe, die bei mir im Haus wohnt, der habe ich ein Ausgangsverbot verhängt, um zu vermeiden, dass der böse Virus in unser Haus kommt. In meinem Haus leben zurzeit 4 Personen mit geschwächtem Immunsystem. Also finde ich, dass das fast notwendig war. Ich bin schon unterwegs mit dem Radl und so weiter, aber ich halt immer Abstand. Und größere Menschenmassen muss ich nicht haben. Nach der Quarantäne verhalte ich mich nicht sehr viel anders als während der Quarantäne. Ich halte den Abstand ein, ich wasche mir des Öfteren die Hände. Also solange kein Impfstoff ist, halte ich das für sehr wichtig, dass man die ganzen Vorgaben einhält. Ich verhalte mich nicht viel anders als während der Quarantäne. Meine Einkäufe in den umliegenden Geschäften erledige ich jetzt nur noch wöchentlich. Ich gehe auch nur noch mit der Einkaufsliste einkaufen. Spontaneinkäufe mache ich derzeit überhaupt keine. Bei Geschäften, wo viele Autos auf dem Parkplatz stehen, halte ich aus Angst vor zu großen Menschenmengen Abstand. Diese Geschäfte meide ich derzeit überhaupt. Auch in den Geschäften schaue ich, dass ich in den Abteilungen zu den Menschen einen sehr großen Abstand, mehr als 1 Meter, einhalte. Latexhandschuhe und Mundschutz sind mittlerweile für mich normal, als Brillenträger jedoch störend, da ich durch den Mundschutz meine Innengläser andauernd beschlagen bekomme. Aber das ist okay für mich. Also nach dem Lockdown wird unser Land mit Sicherheit wieder Stück für Stück hochgefahren und ich werde mich mit Sicherheit an die Regierung halten, was sie gerade sagt oder was wir gerade müssen. Ein Mittelmaß, also ich treffe mich wieder mit einem Kern an Familie und Freunden, Einkauf etc., versuche ich Abstand zu halten, Maske zu tragen, führe nach wie vor ein Bewegungstagebuch. Ich passe mich den Gegebenheiten an und folge den Anordnungen. Ja, man kann schon beobachten, dass sich das Verhalten von vielen geändert hat, dass da schon einiges in Fleisch und Blut übergegangen ist. Zum Beispiel das Abstand halten oder dass sich öfter die Hände waschen. Und eines hat man wahrscheinlich auch wieder mehr schätzen gelernt, das Zusammensein mit seinen Liebsten, mit seinen Angehörigen. Thema Nummer 4. Hat sich dein Verhalten beim Einkaufen geändert? Ja, man muss jetzt Mund- und Maskenschutz tragen, man muss den Einkaufswagen und die Hände davor desinfizieren. Wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr dazu gemeint? Natürlich halte ich die Vorgaben vom Benutzen des Mund-Nasenschutzes ein. Meine Hände desinfiziere ich nicht. Ich trage Latexhandschuhe. Freude, die ich früher beim Einkauf von Bekleidung und Schuhe hatte, kann ich jetzt nicht aufkommen lassen, da ich mir immer wieder vorstelle, dass vor mir eventuell schon jemand dieses Kleidungsstück kurz anprobiert hat oder auch in diesen Schuhen, die mir sehr gut gefallen, ganz kurz eine Anprobe getätigt hat. Hier habe ich schon mittlerweile eine Phobie entwickelt. Da ich durch die Kurzarbeit auch weniger Geld zur Verfügung habe, gehe ich nur, wenn unbedingt notwendig ist, einkaufen. Menschenansammlungen meide ich zurzeit. Ja, ich fühle mich mittlerweile zu Hause am wohlsten. Mein Einkaufsverhalten habe ich dahingehend verändert. Ich bemühe mich, so viel wie möglich zentral einzukaufen. Also regional, nachher eben auf das Bundesland bezogen, beziehungsweise auf den Staat bezogen. Immer so einen Schritt weiter hinaus. Ansonsten halte ich die Abstände ein, wenn ich einkaufen gehe. Sonst hat sich nicht viel geändert bei mir. Meine Einkaufsgewohnheiten haben sich eigentlich nicht geändert, nachdem ich sehr ungern
einkaufen gehe und eigentlich nur in kleinere Supermärkte gehe, kaufe ich einmal alle 14 Tage, 4 Wochen ein und das war's. Aber ich muss natürlich in den Geschäften Hände desinfizieren, Handschuhe anziehen. Die Gesichtsmaske muss man hier bei uns sowieso immer tragen, wenn man auswärts ist, beziehungsweise auch wenn man in der Nähe von anderen Menschen ist. Mein Verhalten beim Einkaufen ist gleich geblieben und ich hoffe, dass die Leute weiterhin die allgemeinen Sachen wie Einkaufswagen oder Hände desinfizieren und nicht die Nase an die Lebensmittel halten. Also ein klares Ja zum Mundschutz. Das Einkaufen hat sich für mich insofern geändert, dass mein Gesichtsfeld wegen des Nasen-Mundschutzes noch eingeschränkter ist. In den Wochen der Quarantäne bin ich draufgekommen, dass der Kleiderschrank voll ist und ich jetzt eigentlich gar keine Lust habe, mir was Neues anzuschaffen. Also unser Verhalten beim Einkaufen hat sich halt dahin geändert, dass wir jetzt einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, dass wir uns desinfizieren müssen und dass wir einen Mindestabstand von 1 Meter bzw. die Größe von einem Babyelefanten einhalten müssen. Ja, der Babyelefant. Also mein Verhalten hat sich beim Einkaufen nicht geändert. Ich bin vor der Pandemie nicht gern einkaufen gegangen und das ist immer noch dasselbe. Zum nächsten Themenblock. Hast du das Gefühl, dass die Bevölkerung zu schnell wieder in alte Verhaltensmuster fällt? Also keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, keinen Abstand zu den Mitmenschen hält? Eure Beobachtungen dazu. Wenn wir alle ein bisschen aufmerksam und vernünftig sind, kann ich schwer beurteilen, die Zahlen werden es zeigen. Corona ist dazu da, dass die Menschheit nicht nur auf sich selbst schaut. Doch habe ich ganz, ganz große Bedenken, dass sich etwas ändert. Der Großteil der Bevölkerung hält sich an die Vorgaben der Regierung. Aber es fällt auch mir immer mehr auf, dass gerade die Risikogruppe, also Menschen ab 60 plus, sich ohne das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes schon wieder in die Geschäfte begibt. Auch an gewissen Sammelplätzen, zum Beispiel vor Kirchen oder auch Parks, sehe ich immer wieder gerade ältere Menschen, die sich mit Freunden unterhalten. Ich gehe mal davon aus, dass bedingt durch eine vorliegende Schwerhörigkeit kein Meter Abstand zum Gegenüber von diesen Gruppen eingehalten wird. Das macht mich sehr traurig. Da ich begeisterte Inlineskaterin bin und jetzt nach der Ausgangssperre wieder raus kann, ist es für mich nicht einfach, auf den Rad- und asphaltierten Spazierwegen den vielen Menschen auszuweichen. Es ist mir früher nicht aufgefallen, wie viele Radfahrer, Spaziergeher, Personen mit Hunden auf den Wegen unterwegs sind. Ich bemühe mich halt, zu den entgegenkommenden Personen so weit wie möglich einen Abstand einzuhalten. Ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich habe sogar die Bestätigung, dass wir wie immer recht schnell wieder in die alten Muster fallen. Wir haben gesehen, dass kaum hat man ein bisschen gelockert, haben sich die Leute schon auswärts getroffen, haben Feste gefeiert und sind wieder in engeren Kontakt gekommen. Dazu muss ich sagen, dass zum Beispiel der Einlass bei unserem Krankenhaus zurzeit ja nur erschwert ist und dort die Leute eine Stunde in der Warteschleife stehen und zwar Schulter an Schulter oder Rücken an Rücken, also Rücken an Gesicht und das ist irgendwie auch wieder ein Nonsens. Der Großteil der Bevölkerung, so wie ich das mitbekomme, haltet sich an die Vorgaben von der Regierung, Abstand zu erhalten, Mundschutz. Deshalb denke ich, es gibt natürlich immer wieder ein paar Ausreißer, die meinen, sie können jetzt wieder ohne Mundschutz oder herumlaufen oder auch keinen Abstand halten, sich bei den anderen vorbei richtig würgen.
Das finde ich nicht richtig. Aber der Großteil, wie ich es auch mitbekomme bei mir in der Region, hält sich sehr wohl dran und es ist jeder sehr besonnen. Ja, Ausreißer gibt es immer und überall, wie immer im Leben. Es macht aber dann auch nichts, wenn man die oder denjenigen darauf aufmerksam macht. Zum nächsten Themenblock. Hast du eigentlich Bedenken oder sogar Angst, dass es dieses Jahr noch eine zweite Welle von Corona gibt? Eure Überlegungen hören wir jetzt. Ich bin optimistisch und denke, dass wird alles unter Kontrolle bleiben. Ich glaube schon, dass noch eine Welle Corona über ganz Europa rollt. Das Problem besteht darin, dass sich sehr viele Menschen trotz Corona bewegt haben und bewegen und somit eigentlich den Virus weitertragen. Wir haben gesehen, dass nach der Öffnung hat es in Deutschland ein Gasthaus gegeben mit 70 Corona-Infizierten an einem Tag. Es hat die verschiedensten Situationen gegeben. Die Zahlen steigen, sei es in Italien wie in Deutschland. Wie das in Österreich ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber vorbei ist die Geschichte sicher noch nicht. Die Bedenken habe ich schon. Wie kann es nach der langen Zeit der verhängten Quarantäne jetzt schon wieder so viele Neuinfizierte geben? Das bestätigt meinen Verdacht, dass eben sehr viele Menschen Träger des Coronavirus sind, ohne jemals Symptome gehabt zu haben. Wenn jetzt noch durch die Öffnung der Grenzen viele Touristen in unser Land strömen, werden die Zahlen der Neuinfizierten wieder in die Höhe steigen und die gesamte Bevölkerung muss dann bei der zweiten Quarantäne darunter büßen. Ich hoffe, dass jeder Bürger getestet wird. Nur so können wir uns vor einer zweiten Welle schützen. Ob eine zweite Welle kommt oder nicht kommt, das weiß ich nicht. Ich glaube, das wissen nicht einmal die Experten. Und wenn sie kommen sollte, dann glaube ich, dass die zweite Welle mit Sicherheit viel schlimmer werden wird wie die erste Welle. Und das heißt einfach nur, man soll sich halt dann wieder an dem halten, was vorgegeben ist. Also ich habe keine Bedenken, dass eine zweite Welle heranrollt, solange sich die Bevölkerung dahingegen verhaltet, wie es die Behörde vorgibt. Und so wie ich das sehe auch, haltet sich jeder gut daran, deswegen glaube ich nicht, dass da eine zweite Welle groß heranrollt, weil sobald wieder mehrere Corona-Fälle auftauchen, wird sowieso wieder zurückgefahren ein bisschen. Deswegen glaube ich nicht, dass eine zweite Welle kommt. Ich hoffe nicht, dass noch was kommt. Ob zweite Welle ja oder nein, ist ein Tappen im Nebel. Es wird von Land zu Land verschieden sein, das kann man einfach noch nicht sagen. Ich mache mich jetzt noch nicht hysterisch deswegen. Ich habe keine zu großen Bedenken bzw. Ängste. Wenn es passiert, müssen wir durch und schaffen es auch. Das hoffen wir doch alle. Ich meine, eines ist ganz sicher, verschwinden wird das Virus nicht. Das wird bleiben. Aber wir werden lernen, damit umzugehen. Und das schaffen wir ganz, ganz sicher. Da bin ich optimistisch. Nächste Frage. Die Wirtschaft und der Tourismus in unserem Land standen still. Warst du direkt oder indirekt auch davon betroffen? Was meint ihr dazu? Film ab. Ja, meine Firma hat keine Einnahmen mehr. Nur noch Ausgaben. That's no fun. In gewisser Weise sind wir doch alle in Tirol vom Tourismus abhängig. Geht's dem Tourismus schlecht, kann sich die Wirtschaft auch nicht erholen. Vom Tourismus her merke ich bis jetzt noch nicht, dass mich etwas betroffen hätte. Von der wirtschaftlichen Situation her merke ich schon beim Einkaufen in manchen Regalen, dass einige Früchte bzw. Gemüsesorten nicht vorhanden sind bzw. auch etwas teurer geworden sind. Also da kann ich schon sagen, dass ich etwas davon bemerkt habe.
Ja, obwohl ich in Rente bin, war ich direkt betroffen, nachdem wir einige Zimmer vermieten und die Studenten bzw. Praktikanten im Krankenhaus alle wieder nach Hause gefahren sind und wir sicher bis Oktober, November keine Zimmer zu vermieten im Stand sein werden. Direkt nicht, indirekt wir wohl alle. Ich arbeite in einer Bäckerei in einer Region, wo viele Touristen sind. Es läuft, aber es läuft anders. Es läuft, aber es läuft anders. Ja, besser kann man die Situation eigentlich gar nicht beschreiben. Und nun zur letzten Frage, die wir euch gestellt haben. Bist du nach wie vor Online-Einkäufer? Ja, während des Lockdowns haben ja die Online-Shops an Bedeutung gewonnen. Machst du das weiterhin oder gehst du jetzt wieder eher analog einkaufen? Was habt ihr dazu gemeint? Eure Antworten dazu. Ich war nie ein Online-Einkäufer. Ich habe früher mehr online eingekauft. Ehrlich gesagt, das muss ich sagen. Seit der Corona-Krise besinne ich mich mehr darauf, regional einzukaufen. Habe ich früher schon eigentlich großteils gemacht, aber jetzt tue ich es noch bewusster, noch mehr. Online-Einkäufe täte ich kaum bis gar nicht. Ich bin zurzeit mehr ein Online-Einkäufer als im Normalfall, weil man sich nicht fortbewegen kann und von Bonneck aus die viele Lieferanten, viele Geschäfte in Bozen oder in Innsbruck sind und man hierzulande nicht einkaufen kann. Das heißt, ich muss per Telefon einkaufen beziehungsweise ich muss per Internet einkaufen, weil dann bekommt man die Sachen, die man kaufen will. Außerdem sind hier einige Güter nicht mehr verfügbar. Ich sage zum Beispiel eine Maus für einen Computer, eine Tastatur, ein Webcam oder sowas ist momentan nicht zu kriegen, außer per Web. Ich mache noch weniger Online-Einkäufe, da mir jetzt richtig bewusst ist, wie wichtig es ist, die Wirtschaft in meiner Region zu unterstützen. Ja, Online-Einkaufen heißt ja nicht automatisch, dass man immer bei den ganz Großen kaufen muss, bei Amazon und Co. Nein, auch sehr viele regionale Händler haben ja Online-Shops eingerichtet, gerade in der Phase des Lockdowns. Ja, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung. An dieser Stelle mal ein kräftiges Danke an euch, dass ihr so fleißig mitmacht und uns eure Antworten schickt. Und ich hoffe, das macht ihr auch in der nächsten Woche, wenn es wieder ein neues Thema gibt. Ich darf mich bedanken fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Es würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid beim MS-Studio Nummer 3. In der Zwischenzeit bleibt gesund und bleibt dran. Studio Tirol. Bleibt dran!